Hallo alle zusammen. Nach dem Erfolg meiner letzten Sendung möchte ich heute erneut auf die Suche nach euren Geschichten gehen. Stories, die das Leben schreibt und die ans Herz gehen. Gerade jetzt, wo unsere Welt uns lehrt, das Leben noch intensiver zu schätzen und zu genießen. Lasst uns an eurem Leben teilhaben und ruft durch. Wir von Clapsnap Radio haben ein Ohr für euch. Und ich bekomme gerade aus der Regie den Hinweis, dass wir unseren ersten Alltagshelden in der Leitung haben. Ihr Name ist Molly und sie stammt aus Miami in Florida. Also Molly, wir sind ganz Ohr. Also, Cheryl, Sie sind mit Markus seit knapp einem halben Jahr verheiratet? Am Telefon gaben Sie an, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt. Was genau meinten Sie denn? Bei uns ist alles in Ordnung. Das Einzige, was nicht stimmt, sind die Wahnvorstellungen meiner Frau. Spiel hier nicht den starken Max. Du weißt genau, was ich meine. Ich arbeite halt gerade sehr viel, damit wir unser Eigenheim abbezahlen können. Sie fühlen sich also allein in der Beziehung, Cheryl? Allein ist gar kein Ausdruck. In den letzten 2 Monaten hatten wir nur 3-mal die Woche Sex. Wollen Sie mir gerade erzählen, dass Sie sich allein fühlen, weil Sie nur circa 12-mal im Monat Sex haben? Schrecklich, oder? Du bist total überspannt. Als nächstes beschwerst du dich noch, dass dir meine 22 Zentimeter in der Hose nicht reichen. Oder dass dir der knapp 3 Stunden andauernde Sex zu kurz ist. Okay. 3 Stunden mal 12 den Monat. Sie verbringen circa 36 Stunden im Monat mit Sex? Wie viel war es denn vorher? Davor waren es sicherlich an die 24 Mal im Monat. Ich muss aber aktuell auch mehr Zeit auf Arbeit verbringen. Ich würde ja, doch die Zeit lässt es nicht zu. Wenn das Projekt in 3 Wochen abgeschlossen ist, dann habe ich wieder mehr Zeit. Das heißt, du findest mich nicht plötzlich unattraktiv? Natürlich nicht. Wenn der Stress vorbei ist, holen wir alles nach. Dann machen wir die Nächte durch oder treiben es 3 bis 4 Mal die Nacht. Ich könnte danach wahrscheinlich gar nicht mehr laufen. Haben Sie etwas gesagt? Nein. Ich denke, dann haben sich doch eigentlich alle Sorgen in Luft aufgelöst. Oh, Molly, Sie sind ein Goldschatz. Ich empfehle Sie auf jeden Fall weiter. Ohne Sie wären wir nicht so schnell auf die Lösung gekommen. Gern geschehen. Reingehauen. Auf Wiedersehen. Stella, ist mein 15-Uhr-Termin schon da? Falls ja, geben Sie mir bitte noch 10 Minuten, okay? Alles klar, Boss. Oh, ich habe es so satt. Diese hippen jungen Menschen mit ihren unmenschlichen Problemen. Dabei habe ich richtige Probleme. Mal abgesehen davon, dass ich versuche, ein konstruktives Gespräch mit meinem Spiegelbild zu führen. Na dann, wollen wir mal. Ist ja auch der letzte Termin für heute. Reiß dich zusammen. Sie sind Mia, stimmt's? Setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun? Es ist so furchtbar. Mein Leben hat einfach keinen Sinn mehr. Ich bin so froh, dass ich diesen Termin heute bekommen habe. Wir bekommen das schon wieder hin. Erzählen Sie von Anfang an. Oh, ich war gestern mit meiner besten Freundin in der Shopping Mall. Wir standen gerade so herum und ich trank meinen Sojalatte und da habe ich ihn gesehen. Mein Ex mit einer neuen. Und diese Begegnung hat Sie mitgenommen. Haben Sie noch Gefühle für ihn? Bin ich bekloppt? Auf keinen Fall! Da stehe ich also nun da. Und was muss ich sehen? Seine Neue trägt das gleiche grün gepunktete Sommerkleid wie ich! Es war so peinlich! Er winkte mir freundlich zu und sie kam zu uns herüber. Ein alter Mann rempelte mich dazu noch an und ich verschüttete meinen heißen Kaffee über meine niegelnagelneuen Sneakers. Da bin ich völlig ausgerastet. Und was haben Sie getan? Ich habe dem alten Mann eine gescheuert und verlangt, dass er mir neue Schuhe kauft. Dann fing die Neue an, von meinem Freund mich anzumachen und ich habe ihr ebenfalls eine verpasst. Sie können doch nicht einfach Menschen schlagen. Nur wegen des Kaffees? Hä? Haben Sie mir nicht zugehört? Die Neue von meinem Freund ist schuld, weil die Schnepfe das gleiche Kleid anhatte wie ich. Das nennt man eine Art Kettenreaktion. Ich soll jetzt eine Anti-Aggressionstherapie machen. Dabei bin ich doch völlig unschuldig.
Die Welt hat sich einfach gegen mich verschworen und ich sollte... Ich hab es so satt! Bla, 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 das grüne Kleid, bla, 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 ich armes Miststück, bla, 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 die Welt hasst mich, meh, meh, meh. Was soll das denn jetzt? Halt deine Schnauze, Missy. Jeden Tag höre ich mir diesen unwichtigen Mist an. Soll ich dir mal verraten, was wirkliche Probleme sind? Ich bin Anfang 40, befinde mich gerade in einer Scheidung, weil mein Mann sich entschlossen hat, eine kleine Hure im Grundschulalter zu daten. Sie bekommt das neue Haus, ich ein kleines Apartment. Mein Sohn lebt lieber bei seinem Vater, weil dieser ihm keine Regeln vorgibt. Ich arbeite über 40 Stunden die Woche, damit ich die College-Gebühren für meine Tochter bezahlen kann. Und dann kommt so eine aggressive Dumpfbacke wie du in meine Praxis mit null Selbstreflexion und schlägt Leute, weil sie das gleiche Kleid tragen. Aber... Nichts aber! Mach die verdammte Therapie und fang endlich an zu leben. Manchmal kann es nämlich schneller vorbei sein, als du denkst. Sie sind total gemein. Stella, sagen Sie alle Termine für die nächsten 2 Wochen ab. Ich schließe die Praxis und genehmige Ihnen in dieser Zeit bezahlten Urlaub. Was? Aber ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was Sie jetzt machen, aber ich fliege in den Urlaub. Weit weg von diesem Mist. Denken Sie daran, Mia. Das Leben ist so viel mehr als dieser ganze Mist. Wenn es irgendwann zu spät ist, werden Sie diesen Unsinn bereuen. Ein schönes Leben noch. Für mich? Geht es jetzt? Ja. Ich fliege auf die Bahamas. Auf die Bahamas! Juhu! Jawohl! Hallo? Ich bin noch hier. Leider schließt die Praxis in wenigen Minuten. Bitte verlassen Sie umgehend die Räumlichkeiten. Die Rechnung schicken wir Ihnen dann zu. Das war mal eine etwas andere Geschichte. Eine späte Erkenntnis ist besser als gar keine Erkenntnis, oder? Ich vermute, Molly wird mir dazu stimmen. Als nächstes aber haben wir Roy in der Leitung. Im Vorgespräch konnte ich schon erfahren, dass er uns aus St. Paul in Minnesota anruft. Soll zu der Jahreszeit wirklich schön dort sein. Und nun gebe ich das Wort also an Roy, der uns mit seiner Geschichte sicherlich die Herzen öffnen wird. Wir von Clapsnap Radio sind wieder mal ganz Ohr. So, Dad. Es war die letzte Kiste. Ich bringe ihn noch schnell nach oben und dann koche ich uns was Schönes, okay? Okay. Du kannst dich ja auch raus in den Garten setzen. Dann kriegst du ein bisschen Farbe im Gesicht. Nein, danke. Okay, Dad. Dann halt nicht. Hey, Dad, setz dich. Toast, Speck und Rührei. Es war doch dein Lieblingsfrühstück. Kaffee reicht. Danke. Mensch, so kann das doch nicht weitergehen. Du musst mal was essen. Mom hätte nicht gewollt, dass... Nichts hätte sie. Misch dich nicht in Dinge ein, von denen du nichts verstehst. Ich setze mich wie jeden Morgen mit einer Tasse Kaffee vor den Fernseher und warte, dass es Abend wird. Auf deinen Fraß und deine Belehrung kann ich verzichten. Sag mal, ist das gerade dein Ernst? Ich habe meine Wohnung aufgegeben. Zieh zu dir, um dich zu unterstützen. Und du sagst mir, ich soll mich nicht einmischen? Ja. Weißt du was? Mach deinen Scheiß allein. Ach, Grace. Ich weiß, dass unser Junge nur mein Bestes will. Doch ohne dich macht alles keinen Sinn mehr. Und durch meine Armverletzung kann ich nicht einmal mehr arbeiten.
Du hast das Leben geliebt und es wurde dir genommen. Ich hasse mein Leben und fühle mich gefangen. Programme führten zuletzt oft zu Streit. Gehst du schon vor? Dad, ich bring nur kurz Bonnie zum Wagen, okay? Bin gleich wieder da. Auf Wiedersehen, Mr. Andrews. Ja, ja. Wie lange soll dieser Unsinn eigentlich noch gehen, Jack? Ich meine, du wohnst jetzt schon fast ein halbes Jahr bei diesem Griesgram. So habe ich mir unsere Beziehung echt nicht vorgestellt. Er braucht einfach noch Zeit. Ich bin mir sicher, dass es ihm bald besser gehen würde, aber Moms Tod hat ihn einfach total mitgenommen. Wie viel Zeit denn noch? Eine Woche? Zwei Monate? Der Tod deiner Mutter ist jetzt schon über ein Jahr her. Nach der Scheidung meiner Eltern hat mein Vater nach 3 Monaten schon wieder eine neue Frau gehabt. Ach, das kannst du doch gar nicht vergleichen. Und mit so einem Kommentar tust du mir weh. Man kümmert sich um seine Familie. Zumindest wurde ich so erzogen. Ich hab aber keinen Bock auf so eine Beziehung. Entscheide dich. Jetzt. Dein Vater oder ich. Deine Bonnie hört man ja durch jede Haustür. Du hast uns gehört, ja. Und? Für wen hast du dich entschieden? Hoffentlich warst du nicht so dumm und hast dich für mich. Ich bin ja noch hier, oder? Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Schon 2 Uhr? Ich sollte wohl mal langsam schlafen gehen. Und so Gott will, wache ich endlich nicht mehr auf. Was zum... Wie kommst du denn in meinen Garten? Armes Ding, komm schnell herein. Ja, ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Feiner Kumpel. Hier bist du sicher. Dad? Hast du auch das Bellen? Dad? Wo kommt der Hund her? Er stand plötzlich vor dem Fenster. Er trägt auch kein Halsband. Wird wohl ein kleiner Streuner sein. Ja, das bist du, nicht wahr? Du, ich kann's ja mal beim Tierheim probieren. Das hat noch Zeit. Hol mir lieber eine Pinzette und einen Verband aus dem Bad. Wieso? Hat er dich verletzt? Nein. Aber er hat einen dicken Splitter in der Pfote. Nun mach schon. Kommt sofort. Hast du Frühstück gemacht? Natürlich. Ich war vorhin auch noch schnell beim Supermarkt und habe dem kleinen Bob ein paar Dosen Hundefutter besorgt. Die Rasse nennt sich übrigens Corgi. Zumindest sagte das die Verkäuferin. Und ein schickes Halsband hat er auch bekommen. Bob. Interessanter Name. Ja, so hätte deine Mutter dich gerne genannt. Aber ich konnte mich mit dem Namen meines Urgroßvaters durchsetzen. Bob Andrews.
Da kann ich ja froh sein, dass du deinen Dickschädel nicht durchgesetzt hast. Aber sag mal, willst du Bob jetzt tatsächlich behalten? Natürlich. Ich bin mir sicher, deine Mutter hat ihn zu uns geschickt. Er ist genau wie ich, eine verlorene Seele und braucht nun meine Hilfe. Ich kann jetzt aber nicht mehr so viel Zeit mit dir verbringen. Das verstehst du doch, oder? Klar, Dad. Also, ich werde es verkraften. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde mit ihm raus. Genieße nur in Ruhe das Frühstück. Bis nachher, Jack. So, komm, mein Kleiner. Unglaublich. Tja, dann wird's wohl langsam wieder Zeit für mich, was? Gut gemacht, Mom. Auf dich ist eben immer Verlass. Das gibt den Hörern doch neuen Mut, finde ich. Danke, Roy, für deine Geschichte. Wir selbst nähern uns im Studio gerade der Halbzeit und würden von euch gerne noch ein paar tolle Geschichten hören. Egal, ob das Leben schöne oder schmerzhafte Erlebnisse bereithält, wir wachsen daran. Bevor wir gleich aber die Geschichte von Victor aus Memphis, Tennessee hören, gibt es noch eine kurze Werbepause und im Anschluss geht es direkt weiter. Und vergesst nicht, Clapsnap Radio ist immer für euch da. Und, Victor, hast du dich schon an dein neues Zimmer gewöhnt? Ich weiß, die Sache mit deinem Auszug aufs College, unserem kürzlichen Umzug in diese Stadt und deine Rückkehr zu uns in ein völlig fremdes Umfeld waren etwas viel in den letzten Monaten. Geht schon klar, Mom. Du wirst sehen, es wird gar nicht so schlimm sein, wieder bei deinen Eltern zu wohnen. Und in deiner einjährigen Pause vom College wird alles wieder gut. Wenn du meinst. Na, geh doch noch ein bisschen nach draußen. In dem kleinen Wald hinter unserem Haus habe ich vorhin ein Baumhaus entdeckt. Schau es dir doch mal an. Ist bestimmt interessanter, als hier drinnen zu versauern. Ein Baumhaus? Ich kann es mir ja mal anschauen. Da ist es ja. Und sieht zumindest stabil aus. Und die Aussicht ist bestimmt auch klasse. Ja. Einer noch. Wow, mit der Aussicht hätte ich nicht gerechnet. Das hat echt etwas. Wie eine kleine Terrasse auf einem Baum. Hm? Oh, eine Gitarre? Dann gehört das Baumhaus bestimmt jemandem. Schade. Es ist schon viel zu lange her, seitdem ich etwas gespielt habe. Ich probiere es einfach mal aus. I'm chasing down my silhouette. Got a million doors haven't opened yet. Plenty mistakes of no regrets. Not today, no, 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 no. My pocket's empty, but my heart is full. I push and push while the world, it pulls. And the climb is tough, but the view is beautiful. So I'm on my way, la, 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 la.
sandy sky, it takes my breath away. Feel like I can fly high. Oh, and everything feels upside down. But darling, they're the best things. A guitar and melody tied to a star. I swing round and round. Oh, I got a song to sing. Oh, I got a song to sing. I dim the lights and start the show. Can't worry about the undertow. And I'm on the road, don't know where it goes. And that's okay, la 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 la. Wow, da kommt man nichts an, die Baumhaustreppe hoch und hört dann sowas. Du hast ja eine mega Stimme. Ist das Lied von dir? Sorry. Ist das dein Baumhaus? Ich wollte nicht absichtlich... Mach dir keinen Stress. Wenn jemand wie du mit so einem Talent in mein Baumhaus einbricht und meine Gitarre benutzt, hab ich da überhaupt nichts gegen. Danke dir. Ich bin übrigens Victor Wexler. Ich bin vor 2 Tagen ins Haus meiner Eltern gezogen und... Ich weiß schon. Ich hab dich zufällig beim Einzug gesehen. Wir sind Nachbarn. Ich bin Mars. Mars? Echt ein kreativer Name. Meine Eltern haben so ein Faible für Planeten und das Universum. Aber ich finde, ich hab's mit Mars ja noch relativ gut getroffen. Aber sag mal, bist du nicht schon etwas zu alt, um wieder bei deinen Eltern einzuziehen? Du siehst mir nach Anfang 20 aus, wo die meisten eher auf dem Campus wohnen. Ich mit meinen 25 Jahren hab die Zeit zum Glück hinter mir. Ja, hast schon recht. Mit 20 sollte man eigentlich eher ausziehen als einziehen, aber... Ach, das war nur so ein doofer Spruch. Alles gut. Soll ich dir vielleicht ein bisschen die Gegend zeigen? Wirklich? Ja, voll gerne eigentlich. Kenne mich hier so gar nicht aus. Na dann mal los. Auf ins Abenteuer. Paul, ist dir aufgefallen, wie sehr sich Victor in den letzten 3 Wochen verändert hat? Es ist wirklich faszinierend. Dieser Mars von nebenan hat einen wirklich guten Einfluss auf unseren Sohn. Er ist fast wieder der Alte. Ich habe nur Angst davor, was passiert, wenn die Auszeit vom College vorbei ist. Er soll so etwas nicht noch einmal durchmachen müssen. Das lassen wir einfach nicht zu. Ich finde sowieso, er sollte sich hier in der Nähe bei einem neuen College bewerben. Einfach einen kompletten Neuanfang wagen. Wir reden mit ihm einfach darüber. Der Bruder meiner Arbeitskollegin arbeitet am hiesigen College. Vielleicht können wir da ja etwas machen. Aber auch nur, wenn Victor es will. Ich bin dann weg. Wartet nicht auf mich. Nun warte doch mal. Für eine richtige Verabschiedung ist immer Zeit. Okay. Also, lieber Dad, liebe Mom, ich verabschiede mich von euch und wünsche euch einen angenehmen Abend. Mit freundlichen Grüßen, euer Sohn. Oh. Du nimmst deine Gitarre mit? Ja. Ich wollte noch etwas vorbereiten, bevor Mars und ich uns nachher am Baumhaus treffen. Du magst ihn sehr, oder? Dad! Solange er dir gut tut, ist alles andere egal. Was auch immer du vorhast. Viel Glück. Wir lieben dich, Victor. Oh, ihr seid die Besten. Bis später. Bist du schon oben, Vic? Was wolltest du mir denn zeigen? Überraschung! Wow, Wahnsinn. Was ist denn hier passiert? Ich habe ein bisschen umdekoriert. Es ist echt mega. Die Lichterkette an der Decke, die LED-Kerzen und die Sitzecke samt Kissen. Richtig romantisch. Setz dich doch und trink etwas. Und womit habe ich diese Überraschung verdient? Ich habe es dir bisher nicht erzählt. Bevor ich hierher kam, ging ich bereits aufs College.
Durch einen dummen Zufall wurde ich von einem Mitschüler, für den ich schwärmte, geoutet. Von diesem Tag an lauerten mir Leute auf und verprügelten mich regelmäßig. Mein Studentenzimmer wurde auch zerstört. Ich wurde mit Essen beworfen und noch vieles mehr. Das tut mir leid. Meine Eltern konnten mit dem College eine Auszeit vereinbaren und so zog ich zu ihnen zurück. In den letzten Monaten isolierte ich mich, hatte Angst davor, neue Bekanntschaften zu machen und war sehr einsam. Doch auf irgendeine Art und Weise hast du es geschafft, dass ich wieder Freude am Leben empfinde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ein Lied geschrieben, was ich dir gerne vorsingen möchte. Hör einfach nur zu. Got an empty room, four walls and thoughts of you I'm holding on, like tired eyes. Perfect unraveled, a million battles and I chased hope like fireflies. Well, life's up and it's down and I'm wondering how you're doing out there. So much I didn't say. Every day that goes by, every California sunrise, every time I get a minute and just stare up at the night sky, when I'm atop the world or when nothing's gone right, everything I do, I think of you. Up as cold air fills my lungs, my fingers turn you to a song. Shoes tied, door open, some wheels in motion. Oh, moving isn't moving on. Life's up and it's down and I'm wondering how you're doing out there. I'm sure you've found your way. But every day that goes by, every California sunrise, every time I get a minute and just stare up at the night sky, when I'm atop the world or when nothing's gone right, everything I do, I think of you. It's in the words that aren't said, every single letter not read. It's a world cut in two, but I've held on to every minute, every day that goes by, every California sunrise, every time I get a minute and just stare up at the night sky, when I'm atop the world or when nothing's gone right, everything I do, I think of you. Das hast du dir ja schlau ausgedacht. Es war alles geplant. Und ich liebe dich dafür, dass du mein Leben so viel lebenswerter machst. Hast du gerade gesagt, dass du mich liebst? Ja, falls du es aber nicht so empfindest, ist das völlig okay. Doch ich wollte es einfach riskieren. Es gibt nur eine Sache, die mich daran stört. Und welche? Ich hatte uns für morgen Abend einen Tisch reserviert und wollte es dir zuerst sagen. Du meinst? Ich liebe dich auch, Viktor Wechsler. Und jetzt nutz den Junimund und küss mich endlich. Nichts lieber als das, du unglaublicher Mars vom Planeten Erde. Hey.
think of you. Wow, das nenne ich mal Romantik. Also mir hat noch niemand ein eigenes Lied geschrieben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auf Leitung 7 wartet hingegen Brenda. Ich kann euch schon verraten, dass es keine einfache Geschichte sein wird, denn auch wenn schlimme Dinge passieren, sollte man danach versuchen, das Beste daraus zu machen. Worum es dabei genau geht, erzählt euch jetzt live bei Clapsnap Radio Brenda aus Denver, Colorado. Also, schön, dass du heute zu unserer ersten Sitzung erschienen bist. Das erfordert sehr viel Mut. Dafür danke ich dir. Möchtest du vielleicht etwas über dich erzählen? Steht das nicht bereits alles in den Akten? Ich habe bisher noch nichts gelesen. Ich mache mir immer gerne selbst ein Bild von den Menschen, die in meine Praxis kommen. Eine schöne Angewohnheit. Du darfst jederzeit anfangen. Das ist gerade nicht einfach für mich. Lass dir ruhig Zeit. Du brauchst absolut keine Angst haben. Also, ich bin Brenda Hart und wohne hier in Denver. Bis vor einem Jahr habe ich noch als Büroassistentin in einer Kanzlei gearbeitet. Viele Überstunden, wenig Privatleben und sehr viel Stress. Das kennen Sie sicherlich. War der Stress ein Problem? Bist du deshalb hier? Er gehörte zum Problem, ja. Der Druck auf der Arbeit wurde immer größer und ich begann regelmäßig zu trinken. Alles spitzte sich dann plötzlich zu. Inwiefern? Ich erschien betrunken auf Arbeit und wurde prompt entlassen. Nach 11 Jahren von heute auf morgen vor die Tür gesetzt. Ich war wütend und kaufte mir im Supermarkt um die Ecke eine Flasche Wodka. Und was hast du dann getan? So dumm, wie ich war, setzte ich mich in mein Auto, trank die Flasche fast leer und fuhr nach Hause. Auf einer Kreuzung übersah ich dann einen Fußgänger und riss das Lenkrad zur Seite. Ist dem Fußgänger etwas passiert? Nein. Er kam mit einem Schreck davon. Jedoch steuerte ich in dem Moment meinen Wagen auf den Gehweg und erwischte einen jungen Mann, gerade aus einem Blumengeschäft herauskam. Wir können auch eine kurze Pause machen. Schon okay. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, jedoch ertönte ein lauter Knall und ich fuhr mit dem Auto in die Fensterfront des Blumenladens. Was ist mit dem jungen Mann passiert? Er war sofort tot. Ich kann einfach nicht seinen Gesichtsausdruck vergessen. Der entsetzte Blick. Es waren nur Sekunden, aber Ich verlor kurz darauf das Bewusstsein und erwachte erst im Krankenhaus. Das muss Auswirkungen auf dein Leben gehabt haben. Was hat das mit dir gemacht? Ich musste mich vor Gericht verantworten und wurde zu einem Entzug mit anschließenden Sozialstunden verurteilt. Ich hatte eigentlich noch Glück. Du hättest dir also eine andere Strafe auferlegt? Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich möchte einfach nur wieder ein normales Leben führen. Und daher habe ich mich für diese Therapie entschieden. Ich finde es gut, dass du diesen Schritt gewagt hast. Geschehenes kann man nicht ungeschehen machen, aber man kann lernen, mit diesen Dingen zu leben. Und dabei helfe ich dir gerne. Danke sehr.
So, Brenda, wir haben unsere letzte Sitzung. Und ich bin wirklich sehr stolz auf deine Fortschritte. Ich auch. Alles scheint fast wieder normal zu sein. Ich mache gerade eine Umschulung und habe auch einen netten Mann kennengelernt, der mich trotz meiner Vergangenheit nicht verlassen hat. Und auch mit meiner Familie ist vieles wieder in Ordnung. Auch durch die regelmäßigen Treffen der anonymen Alkoholiker nach meinem damaligen Entzug stabilisieren mich. Eigentlich ist der Drang nach einem Glas Alkohol völlig verflogen. Dann hast du ja fast alle Ziele erreicht. Bleibt nur noch ein offenes Kapitel. Gibt es da Neuigkeiten? Ich habe dem Witwer, Dave, einen Brief geschrieben, in dem ich ihn um Verzeihung gebeten habe. Außerdem habe ich mir eine persönliche Aussprache gewünscht, wenn er es denn möchte. Und hast du eine Antwort bekommen? Ja, ich habe ihn dabei. Ich wollte ihn gerne hier öffnen. Gerne. Aber sei nicht enttäuscht, wenn es nicht die Antwort ist, die du erwartet hast. Sehr geehrte Frau Hart, ich kann mir vorstellen, dass Sie dieser Brief sehr viel Überwindung gekostet hat. Der Verlust sitzt immer noch tief und ich hätte Ihnen wahrscheinlich nicht geantwortet. Jedoch wäre mein Mann Ben an meiner Stelle gewesen, hätte er Ihnen geantwortet. Ich verfahre daher in seinem Sinne. Abschließend bitte ich Sie, von einem persönlichen Treffen abzusehen, akzeptiere jedoch Ihre Entschuldigung. Ich wünsche uns, dass wir bald wieder in ein unbeschwerteres Leben eintauchen dürfen. Unterzeichnet mit Dave Hawkins. Und? Wie fühlst du dich jetzt? Also, es ist, so denke ich, mehr als ich erwarten durfte. Von daher fühle ich mich in Ordnung. Ein neuer Abschnitt liegt vor mir und ich werde ihn nutzen, so gut es geht. Auch für den Menschen, der es meinetwegen nicht mehr kann. Das hast du gut gesagt. In diesem Sinne, alles Gute, Brenda. So, meine treuen Zuhörer, wir sind fast am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Viele Geschichten haben wir gehört. Und diese haben uns auf so viele verschiedene Arten gezeigt, was das Leben lebens- und liebenswert macht. Dafür einen großen Dank an all unsere mutigen Hörer. Aber nun noch etwas anderes. Vor kurzem erreichte mich eine E-Mail, in der ich gefragt wurde, ob ich nicht auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen möchte. Wir haben diese Frage im Vorfeld auf unserer Website als Umfrage gestartet und mit beeindruckender Mehrheit habt ihr für Ja gestimmt. Somit erfülle ich euch euren Wunsch.
So intim waren wir vom Clapsnap Radio noch nie. Drückt eure Lauscher jetzt ganz nah an die Lautsprecher und fahrt mit mir nach Augusta in Maine. Danke, Leila, dass du mich zu meinem Bruder fährst. Ich weiß nicht, ob ich es mir nach all der Zeit alleine zugetraut hätte. Kein Ding, Philly. Ich hätte zwar heute ein Date mit einer süßen Maus gehabt, aber was soll's. Freunde sind wichtiger. Die wievielte Dame ist es eigentlich schon in diesem Monat? Kein Plan. Aber sag mal, warum schreibt dir plötzlich dein Bruder, nachdem ihr quasi im Kleinkindalter getrennt wurdet? Das hat er in dem Brief nicht geschrieben. Danny ist 2 Jahre jünger als ich und lebte bei seinem Vater. Unsere Eltern trennten sich damals und da ich nicht das leibliche Kind von Moms damaligen Mann war, nahm er halt Danny mit. Das meiste kennst du ja. Und er hat sich nie wieder gemeldet? Auch nicht bei deiner Mutter? Nope. Aber ich bin ja eigentlich auch nicht besser. Immerhin hätte ich mich auch melden können. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass es ihm nicht recht gewesen wäre. Du redest richtigen Bockmist, Philly. Das haben überhaupt erst eure Eltern verkackt. Du drückst dich heute wieder unglaublich gewählt aus. Da kommt halt das spanische Temperament in mir durch. Aber deine Eltern sind Griechen. Ich schaue halt sehr viele spanische Telenovelas. Das färbt ab. Du bist eine Spinnerin. Bleib einfach cool. Im schlimmsten Fall siehst du ihn wieder für Jahre nicht. Oh, da kommt jemand. Hallo, ich bin Phil Summers. Wir wollten zu Danny Buckley. Ah, Phil! Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Komm doch rein. Ich bin Rose, Dannys Frau. Wow, stylische Hütte. Leila. Ah, schon gut. Ja, Danny hat nochmal richtig Energie in unser Zuhause gesteckt. Er wollte, dass wir es gut haben, wenn er nicht mehr da ist. Nicht mehr da? Was meinst du damit? Ach, hat er in dem Brief nichts geschrieben? Also, ich bringe dich einfach zu ihm. Erschrick aber bitte nicht. Es geht ihm heute nicht so gut und er liegt im Bett. Okay. Leila, wartest du hier? Logo. Und wenn was ist, ruf einfach nach mir. Klar. Schätzchen, dein Bruder Phil ist hier. Du wolltest ihn doch sprechen. Komm rein, Bruderherz. Oh Gott, Danny. Was ist mit dir? Rose, lässt uns kurz allein. Natürlich. Ruft einfach, wenn ihr etwas braucht. Pass auf, dass dir deine Augen nicht aus dem Kopf fallen. Sorry, dass ich dir hiervon nichts geschrieben habe. Sorry, was ist mit dir? Warum hängst du an diesem Gerät? Krebs halt. Das Ding hat kräftig gestreut und
Nun versagen nach und nach meine Organe. Blöd gelaufen. Ich verstehe nicht. Ich meine, warum bin ich hier? Dir eine Niere zu spenden dürfte wohl nicht reichen, oder? Du hast Humor. Ja. Gefällt mir. Aber um es deutlich zu sagen, ich wollte dich eigentlich nur noch einmal sehen und mich entschuldigen, dass ich keinen Kontakt zu dir gesucht habe. Ich hatte aber immer das Gefühl, als würde es dir nicht recht sein. Scheiße. Oh Mann. Was ist daran so witzig? Genau das Gleiche habe ich vorhin im Auto zu meiner Freundin gesagt. Tja, da sind wir wohl doch irgendwie auf der gleichen Wellenlänge. Ne? Scheinbar sind wir beide gleich blöd. Völlig richtig. Bevor ich es vergesse, siehst du die kleine Kiste auf dem Nachttisch? Ja. Nimm sie bitte nachher mit nach Hause. Und auch wenn es blöd klingt, öffne sie erst dann, wenn du von meinem Tod erfahren hast. Versprochen? Ich kann meinem Bruder doch nicht seinen letzten Wunsch abschlagen. Bruder, das klingt echt schön. Trink erst mal was, hm? Die Beerdigung hat sicherlich viel Kraft gekostet. Danke, Laila. Du bist ein Schatz. Apropos Schatz. Was ist eigentlich in dem Kästchen drin gewesen? Oh, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh. Magst du sie kurz holen? Wie eure Lordschaft wünschen. Du Drama-Queen! Danke. Jetzt mach schon auf. Immer mit der Ruhe. Und sag schon, was ist da drin? Diamanten, Geld oder... Eine CD. Und ein Briefumschlag. Eine CD. Na, die kannst du allein hören. Schade. Ich gehe erst mal in die Wanne. Bis später. Du weißt schon, dass du in deiner Wohnung auch eine Badewanne hast? In meiner Wohnung wartet wahrscheinlich noch das Mädel von letzter Nacht. Hier ist es einfach stressfreier. Echt ein Unikat. Aber recht hat sie. Ich höre mir jetzt deine CD an, Bruderherz. Ein Mixtape ist es schon mal nicht. Ein Track. Grüß dich, Brüderchen. Wundere dich nicht, denn wenn wir uns doch noch einmal treffen sollten, klinge ich wahrscheinlich viel schwächer. Da du diese CD hörst, heißt es, dass ich tot bin. Echt blöd. Egal. Kommen wir zu etwas anderem. Wenn du glaubst, dass du mir all die Jahre egal warst, so sage ich dir, ich habe immer deine Radiosendung gehört. Tolles Ding, echt. Du hast ein Talent, mit Menschen zu reden, und ich behaupte mal, dass wir uns richtig gut verstanden hätten. Tja, Ziel verfehlt. Aber sowas von.
Eigentlich habe ich auf diesem Wege eine Bitte an dich. Falls du bald wieder eine Radiosendung machst, wünsche ich mir, dass du meinen Lieblingssong in deiner Sendung spielst. Dieses Lied hat mich durch all die Jahre begleitet und hat mir immer genauso viel Hoffnung gegeben, wie ich gerade brauchte. Vielleicht wird es ja auch dein neues Lieblingslied. Das soll es auch schon gewesen sein. Halt die Ohren steif, Bruderherz, und lebe dein Leben auf jede erdenklich gute Art und Weise. Wir sehen uns, wo auch immer, irgendwann wieder. PS, in dem Umschlag findest du ein altes Kinderfoto von uns. Das hat mir sehr viel bedeutet. Halt es in Ehren. Alles Liebe, dein Danny. Das bekommt einen Ehrenplatz an meiner Wand. Bis demnächst, kleiner Bruder. Jetzt muss ich erst mal kurz Luft holen. Wie ihr in meiner Geschichte erfahren habt, war es ein letzter Wunsch meines Bruders, dass ich sein Lieblingslied in meiner Sendung spiele. Diesem Wunsch komme ich natürlich nach und wünsche mir, dass euch dieses Lied gefallen wird. Musik verbindet uns, genauso wie es das Leben tut. Auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen und uns Steine in den Weg gelegt werden. Wir lieben das Leben. Seien wir dankbar und bauen darauf, dass wir auch in unsicheren Zeiten auf eine Vielzahl von Wärme und Herzlichkeit bauen können. Clapsnap Radio verabschiedet sich für heute. Schluss, aus, Ende. Und natürlich bleibt froh und gesund. Und das letzte Wort hat ausnahmsweise mein Bruder Danny. Darkens and it glows with streetlights down the highway. Mile markers, yellow lines lead to pink and orange skies. Coffee stops and detours I would not trade. Yeah, the morning got a head start. Make a pillow from a sweatshirt and put the radio low. We are the only ones in the universe. Long drive. Talking life with your hand in mine, and we laugh till we don't even know why, and the time goes by. God, I wish this would last forever. Another day, run away. Maybe we can pull out a map and go find some place under the stars, a guy and girl in a car. One, we sing along. We took a shot the night, couple shots and some limes, and girl, we were long gone. Hold on, flurries fly, new towns, new stories, and we are only what we are. The rest we can leave it all behind. No plans in a passport. Got your feet up on the dashboard. And yeah, I swear it, I know we are the only ones in the universe. Long drives, talking life with your hand in mine. And we laugh till we don't even know why. And the time goes by. God, I wish this would last forever. Another day, run away. Maybe we can pull out a map and go find some place. Under the stars, a guy and girl in a car.
walking life with your hand in mine. And we laugh till we don't even know why. And the time goes by. God, I wish this would last forever. Another day, run away. Maybe we can pull out a map and go find some place under the stars. A guy and girl in a car. Sie hörten I Love Life Too. Ein Hörspiel von Christoph Sobol, 2020. Achtung, meine treuen Zuhörer, jetzt noch nicht abschalten. Bevor wir in unsere nächste Sendung starten, möchten wir noch die Angaben der Mitwirkenden mitteilen. Durch das Programm von Clapsnap Radio führte sie Philipp Bösand als ihr Radiomoderator Phil Summers. Des Weiteren hörten Sie in den Rollen Dorle Hoffmann als Therapeutin Molly Parker, Floria Zahn als Assistentin Stella, Melanie Cross als Cheryl, Oliver Weckauf als Marcus, Saskia Geisler als Mia, Clemens Weichert als Jack Andrews, Bernhard Schlags als Roy Andrews, Nadine Most als Bonnie Davis, Thorsten Möser als Viktor Wechsler, Marvin Kopp als Mars, Katharina Koschowski als Tara Wechsler, Marcel Ellerbrock als Paul Wechsler, Irene Weber als Brenda Hart, Matthias Heil als Dr. Carl Carlson, Cynthia Taha als Lila Rogers, Mike Schlünzen als Danny Buckley und Anja Klukas als Rose Buckley. Das musikalische Programm wurde präsentiert von incompetech.com. Die instrumentalen Stücke stammen von unserem Hauskomponisten Kevin MacLeod. Als Songs waren in Reihenfolge zu hören Eddie Pinero mit Song to Sing, I Think of You und A Guy, A Girl and a Car. Sie können dieses Programm auch online hören. Nutzen Sie dafür unsere Internetseite www.hörspielprojekt.de oder werden Sie ein Teil der Community und besuchen uns auf hör-talk.de. Und jetzt abschalten.